Übrigens, heute 18 Uhr ist der Elevate Drop, okay? 18 Uhr. Supported, wie die letzten Male. Und ja, es geht raus. Hi. Ja, nices Intro, glaube ich, wird es wieder. Man glaubt es kaum, aber ich warte auf Sydney Friede. Kam ja bis jetzt noch nicht so oft vor. In den 8 Jahren kam der ja bis jetzt noch nicht zu spät. Auch wenn man es nicht glaubt, der Mann ist immer pünktlich. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Ich glaube 11 ungefähr. Bin vor einer Stunde aufgestanden. Oder es ist 12, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Freunde, warum wir hier sind, kann ich ja mal kurz erklären, während ich auf die Knechten warte. Am Sonntag habe ich gestreamt, war Karim und Noah bei mir im Chat. Und dann sind wir irgendwie auf das Thema Fußball-Challenge gekommen. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass wir eigentlich eine Fußball-Challenge aufnehmen können. Habe ich ihn angeschrieben im Stream, meinte, wie sieht's aus? Meinte er, ja, okay, lass uns Dienstag das machen. 2 Tage später sitze ich hier am Flughafen und wir fliegen jetzt nach München und von dort mit einem Mietwagen fahren wir nach Salzburg und dann nehmen wir die Fußball-Challenge auf. Das ist aber nicht alles, weil die Männer spielen nämlich am Mittwoch gegen Barcelona, also morgen spielen sie gegen Barca. Da wird Sydney den ganzen Vlog von dem ganzen Trip machen und von dem Spiel halt und ich nehme euch da ein bisschen mit, Freunde. Eine Fußball-Challenge gegen 2 Spieler, die momentan auch gut am Zerreißen sind. Karim U23 Europameister oder war das U21? Ich glaube U23 Europameister. Dann scoret der Mann ohne Ende momentan. Noah leider verletzt gewesen, aber zerreißt auch sehr gut. Auf jeden Fall sind es gute, junge, frische Männer. Champions League. Spiel morgen gegen Barca, haben einen super Test. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn der Knecht kommt. Es ist jetzt 11, ne, 12 Uhr. Wir meinten, wir treffen uns 12 Uhr. Ich gebe einen Call. Ich sage, der ist in 20, 30 Minuten hier. Er meinte 10. Ich sage 20, 30 Minuten. Ich denke, das wird ein sehr, sehr geiles Video. Allein mit dem Barca-Vlog und dass wir es geschafft haben, mit den beiden Knechten eine Fußball-Challenge dann zu organisieren, weil die sind echt, wirklich, also ich habe mit ein paar geschrieben, gebt den Männern mal ein paar Jahren, Superspieler, die sind auch sehr jung beide. Ich würde sagen, wir versuchen über den Zeitraum die 100.000 Likes, okay? 100.000 Likes, abonniert den Kanal kostenlos. Das ist, glaube ich, jetzt die 3., 4., 5. Fußball-Challenge, ich weiß es nicht. Die kamen alle krass an, das mit Willi und Sydney und mir, hat fast 1 Million Aufrufe, also fast die ganzen Fußball-Challenges, Digga, die gehen durch die Decke. Und hier haben wir mal was, was nicht so oft vorkommt, weil das halt auch ein bisschen besonders ist. Die Männer spielen Champions League. Salzburg, frische junge Männer. Die kenne ich auch schon länger, Freunde, durch die Eligella Cups. Noah und Karim wollten beide bei den Eligella Cups mitmachen. Also FIFA haben sie auch gemacht, sind sehr bodenständig. Und ich denke, das wird sehr nice heute. Ich dachte mir, ich hole euch nochmal ab. Ein kleines Update. Warte jetzt hier so seit 25 Minuten. Keine Spur von der Giraffe. Also falls in irgendeiner Zukunft, in irgendeiner Art und Weise jemand mit Sydney in Zukunft befreundet sein sollte, immer 30 Minuten zu spät kommt. Das Problem ist, ich dachte, okay, Flugzeug wäre schon nicht schlecht am Flughafen, wenn man pünktlich kommt. So, das falsch. Freunde, wir dürften nie mit Sydney reisen, ne? Nie, nie, nie. Es ist hier Boarding. Wir sind jetzt hier fast die Letzten. Und der Mann ist kacken gegangen. Und den interessiert es auch alles nicht. Es ist wirklich schlimm und anstrengend mit ihm. Freunde, ich muss neben den jetzt hier in der Mitte sitzen. Und es ist so ein enges Flugzeug. Ich glaube, das ist für mich auch viel großer. Bitte beachten Sie, dass sich der nächstgelegene Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Und ich bin mal alleine evakuiert. So, wir sind jetzt in München gelandet. Und er ist wieder auf Klo. Digga, ich glaube, der Cut war vorhin, was ihr vorhin gesehen habt, dass... Ja, nice. Nee, da war noch ein anderer Cut. Doch. Auf jeden Fall sind wir jetzt in München und er ist wieder pissen. Ist so, wie als wenn du mit so einem kleinen Kind unterwegs bist. Das ist unsere Karre, Freunde. Eigentlich wollten wir im VW, aber hey, alles okay. Und ich muss jetzt fahren, weil das Falschgeld kein Auto fahren kann. 2 Stunden, ey, oder anderthalb. Hallo, ey. Was macht ihr hier? Hallo, was denn? Hey, woher wusstet ihr, dass wir... Ja, das ist die einzige Antwort. Aber wo sind wir hier? In Salzburg, willkommen in Österreich. Profis? Bitte? Von den Profis des Geländes? Ja. Oh nein! Hier gab es übrigens viele Jürgenbürger. Wollt ihr irgendjemanden, hey, irgendjemanden grüßen? Liebt ihr irgendeinen? Freundinnen? Ja, Ehren. Meine Mutter. Ich grüße meine Oma. Luka Lukic, wir grüßen Sie. Luka Lukic. Ja, genau. So, und die schulen wir heute ein. Digga, ihr wisst es nicht, Freunde. Der hat auch schon mal Top 100 geholt und Elite 1 und so. Das ist ein absoluter Sucht. Wie ist das Gelände? Trainingsgelände? Ja. Ey, Karim, erzähl mal, was holst du Weekend League? Und lüg jetzt nicht rum. Meine Weekend League ist. Ja. Was du holst? Ist der scheiße? Warte doch, lass doch sagen. Wie viel? 8,22. Was? 8,22. 8,22. Mein Junge, dann hätte. Der lügt, der kann das tot. Aber warte mal, holt der 8 Siege und 22. 8 Siege und 22 Niederlagen. Da hättest du gar nichts sagen. Sollen. Er konnte sich 3 Icons raussuchen und du hast Maldinho und Ronaldinho genommen? Hä? Wie komisch. Übrigens werden wir heute kein Tor machen. Der Mann geht heute bei uns ins Tor. Ist Profi-Torwart bei Salzburg. Gibt ein paar nachher, hä? Kannst ein paar Mal hinter dich greifen. Weißt du auch selber. So. Die machen sich jetzt hier warm, Freunde, weil wir wollen natürlich auch, dass hier alles vernünftig ist. Ja, die gerne ganz kurz. Spiel mich mal schnell an. Erster Kontakt.
und dann auch einfach mal wach sein, hä? 1-0. Was ist denn los? Und Freunde, ihr könnt den auch gerne auf Instagram folgen. Karim, Noah und den Goalkeeper könnt ihr gerne alle folgen. Sehr, sehr korrekte Männer, dass sie hier uns ranlassen, beziehungsweise so spontan sind. Oder sehr cool, auf jeden Fall. Und die gibt es auch überall, Jürgen Würger. Das ist jetzt unser Kameramann hier mit dem Jürgen Würger. So Freunde, aber bevor es mit dem Video losgeht, wollte ich schnell sagen. Heute um 18 Uhr ist der Elevate Drop, unser zweiter Summer Drop. Wir hoffen auf euren Support. Heute 18 Uhr, wenn ihr das Video seht. Ich weiß gar nicht, wann es hochgeladen wird. Ich glaube, es ist 14 Uhr, 13, 14 Uhr versuchen wir es. 15 Uhr vielleicht, eigentlich 14 Uhr. Checkt die T-Shirts und die Hosen aus, die drei T-Shirts kommen und die Hose. Wir bedanken uns für jeden einzelnen Support. Und ja, checkt die Seite auch auf jeden Fall auch aus. 200.000 Abonnenten haben wir bald. Wollte ich euch nur gesagt haben, nicht, dass am Ende wieder Leute sagen, oh, ich wusste es nicht, ich wusste es nicht, ich wusste es nicht. Ich habe versucht auf allen Plattformen, jetzt auch auf YouTube. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, meine Fresse. So, Freunde, wir sind heute hier. Wir haben es geschafft. Die Götter sind in der Champions League angekommen. Wir machen heute eine Fußball-Challenge bei Red Bull Salzburg mit zwei Männern. Einmal nur, hey, komm mal ran, Großer. Erstmal hallo nur. Der Mann hat Top 100 geholt und ist öfter in Elite 1. Machst du aber auch gut. Machst du auch super. Und als zweites haben wir Karim. Wie geht's dir? U21 Europameister, ne? Haben die Männer geholt. Der Männer hat schon 4 Saisontore, ne? Ja. 4 Saisonboletten. Checkt die beide auf jeden Fall bei Insta ab. Ich schaue euch das ganz ja, oben hier. Ja, ich muss die doch erstmal vorstellen. Und als dritten haben wir Frittenfriede, ey. Sidney, hol ich dir jetzt hier ab. Hol ich dir ab. Wir machen das heute ein bisschen anders, Freunde. Sidney und ich spielen gegen die beide. 2 gegen 2. Verschiedene Challenges. Ja, gute Idee. Ja, nice, ey. Wir vernehmen verschiedene Challenges auf. Am Ende mit Punkten. Wenn er 3 Tore macht, zählt es als Team Sidney Edi. Und bei denen ist es halt genauso. Lasst ein Like da. Freunde, ich denke, dass dieses Video echt gut abgehen wird über die Jahre. Und wir versuchen mal die 100.000 Likes. 100.000 Likes, checkt die drei auf jeden Fall ab. Deren Instagram etc. Wir fangen jetzt auch an mit der ersten Challenge. Und Freunde, wir haben uns hier auch Torwart 3 geholt. Ich werde heute nicht ein einziges Tor schießen. Nico ist Torwart, Profi-Torwart bei Salzburg. Perfekt. Ja, aber hier, üb schon mal das hier. Geh mal ins Tor, ich hau dir jetzt ein paar Erste Challenge wird sein, jeder schießt 2 Elfmeter, bringt 1 Punkt, danach vom 16er bringt jeweils 2 Punkte und danach gehen wir so auf 20 Meter zurück, bringt jeweils 3 Punkte. Ich und Eli treten zusammen an, leider Gottes. Gut, Eli! Gut, Eli! Überstand! Eli, lass mich erstmal. Ich bin gerade im Punkt. Mit Druck! Nein! Das ist teuer! Ja, okay, hey, ist in Ordnung. Ich bin gerade in Form. Okay, Karim ist dran. Mal gut platziert, sagst du. Mit der Kamera. Yes! Macht er super! Ich weiß nicht, wie es wieder kommt, aber 3 Punkte. Wirklich schnell. Hey, und das erwartet schon. Dann gibst du mir ein. Noah, ich will keinen Druck machen. Weißt du selber. Kennt er nicht. Kennt er nicht? Beide treffen, ja? Beide. Einer ist zu wenig. Nein, nicht verloren, dann macht ihr es dabei. Ja, überdeckt er ganz schön. Nee, okay. Dann zeig's mal hier. Geht los. Läuft.
Muss ich immer so nach Rüstung gucken. Ja, okay, scheiße. Ist okay. Ist okay. Was? Okay, Freunde, jetzt geht's weiter. Wir haben drei Punkte, wir haben auch drei Punkte. Noch keiner rein. Zusammen, oder? Die beiden zusammen. Hau mal bei uns eins durch. Guck mal, Junge, hast du was? Variante, oder? Doch! Platzieren, platzieren. Oh, Eli! Ich jubel nicht! Ein Müllmann jubelt auch nicht, wenn er ihn reinmacht! Ich jubel nicht! Hast du gesehen? Hä? Auch mal die Scheibe abschneiden! Auch mal die Scheibe abschneiden! Guck mal hier, das ist ein bisschen Talent! Das ist ein bisschen Talent, aber auch viel Ehrgeiz! Und viel Ehrgeiz! Ja! Nur die Hüfte ein! Guck mal, wenn er schon anfängt zu rechnen. Guck mal, wie der was schon anfängt zu rechnen. Wir haben 5 Punkte, ja? 5. Super, Eli. Ey, alles gut. Ja, ey! Guter Torwart. Oh! Ja, cool. Ja, cool. Lass du drauf. Ah, oh, schieb dir drauf. Hast du drauf, gell? Ja, da kannst du noch lange schauen. Hast du drauf, gell? Ja, machst du gut. Ey, cool. Weißt du was? Hier bist du auch die Na, so schnell drauf. Ja, so schnell. Nee, hey, Tim, unten rechts rein. Ja, vielleicht, ist doch okay. Unten rechts. Eins, zwei. Wow! Stange, Stange! Also es ist wirklich ein krasser Unterschied, wenn so ein Torwart drin ist. Das ist echt nicht so einfach. Sind die nicht bei der U21 Europameisterschaft? Under pressure. Geil! Ja, was denn? Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Das ist wirklich, Freunde, wie die das. Wir haben vorhin auch schon ein bisschen uns warm gemacht. Wir machen das so. Das sieht man gar nicht. Es geht immer, ich mach das, ich schieße. Ah, ich weiß nicht, wohin ich schieße. Wenn man vor ist, ich meinte, ey. Ready? Ja. Ja! Hey! Ah! 5-5! Macht euch gut! Okay. Jetzt mit ihm am Tor, Eli erfolgt ja wie gesagt. Eli ist hart. Dann musst du perfekt kommen. Muss ein Sonntagsschuss werden. Weißt du selber. Lass mich mal ganz kurz hier hin. Oh! Ich dachte, jetzt kommt noch ein Dip. Minus, weil man drüber schießt. Minus. Ich verstehe halt nicht, wie ihr zurück. Nee. Ich muss es magisch machen. Jetzt krieg ich es. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Krieg ich es. Du kannst 10-mal schießen, mindestens einer. Ja. Pip! Dann machst du nach, hä? Fällt dir. Ja! Mein Gott! Ja! Nico! Ja, was denn? Bei über 30! Über 30! Ja, wäre das Ding jetzt noch. Dann wäre schon scheiße. Ja, Digga, ihr macht doch auch nichts anderes den ganzen Schlag Tag, Tag, Digga. Ihr macht doch nichts den ganzen Tag hier. Ja, unangenehm. Hey, Sidney. Unangenehme Situation. Mann! Digga! Ja, das sah gut aus. Was sagst du? Ja, wirklich gut, aber doch gut. PayPal, 250 Euro. Ganz doch. Ja, okay, jetzt hier. Ganz kurz, mein. Wie früher wurde gesagt, bis jetzt Punktelieferant. Glücklich. So. Glücklich, zweimal Aluminium getroffen. Peter, 8 Punkte und ich ein, oder? Ja, warte mal, wie alt seid ihr eigentlich? Du bist Karim ist 19 und du bist? 22. Digga, die sind 23 und 23. Digga, die sind so also jung. Hey, cool, Karim. Die kommen aber cool. Halt die Goschen! Oh, nein, nein. Du machst auch die Latte. Erste Challenge, Freunde. Haben die Männer gewonnen.
War aber auch ein bisschen unfair, weil ich mit zu großen Schuhen spiele. Sonst weiß ich nicht, was da passiert. Ich habe auch neue Schuhe, deswegen. So, nächste Challenge. Der Partner spielt jeweils den Flugball zum anderen Partner. Und er muss den Ball mit zwei Kontakten vorarbeiten. Zweiten Kontakt muss er schießen. Ja, zweiter Kontakt schießen. Vorm 16er. Ich glaube, ja. Das wird. Annahme. Hopp. Und Schuss. Das ist das Spielprinzip. Okay, es geht los. Dann lass knacken. Karim geht los. Guter Ball. Guter erster Kontakt. Fängt er. Super Torwart da. Drei? Okay, drei Bälle. Er kommt zu mir. Also. Eli ist wirklich klein. Hey, was laberst du? Hier der Beweis, dass Elias keine 1,80 Meter ist. Aber soll ich euch jetzt mal was erzählen, Freunde? Wegen euch denken so viele Leute, dass ich 1,65 bin. Das ist kein Witz, ne? Die denken, das ist ein Meme geworden, dass ich sage, ich bin 1,78, obwohl ich eigentlich 1,63 bin. Macht er gut. Ne, hält aber auch super. Zeig mal deinen Oberschenkel. Der hat Oschis. Ja, ganz kurz mal. Ich merke dir selber. Du hast lange Dinger hast du. Dritte Nudel von Noah. Schwer. Macht er aber gut. Nein. Oh. Karim, lass knacken. Ja. Nein. Der Kerl schießt die ganze Zeit, Latte. Hey, deswegen habe ich dich nicht aufgestellt gestern bei Sebo. Merkst du selber? Ich habe nicht mal einen Assist gemacht. Kein Tor, keine Zeit. Nichts, gar nichts gestern. Nichts gehabt gestern. Keine Aktion. Guter Ball. Schwer. Schön gehalten. Noch nicht. Dritte Bulette. Machst du gut? Nein! Scheiße. Ja, okay. Ja, okay. Es ist immer nur, ne? Die Schuhe sind perfekt für dich, oder? Dieser Typ ist groß, ne? Komm mal hier. Super Parade. So gefällst du mir. Super Touch. Da gibt es noch ein bisschen Potenzial, Luft nach oben. Und das ist aber wow. Das trainieren wir doch immer. Wow! Das trainieren wir. Habe ich mir abgefallen. Die Hüfte! Denden bitte. Freunde, dritte Challenge. Es steht 1-1. Haben wir uns was Lustiges überlegt? Weil die Männer ein ganz bisschen bessere Technik haben als ich, machen wir das jetzt so, dass wir oder einer von beiden legt den Ball hoch mit irgendeinem Trick. Machen wir irgendwas? Ja, okay. So, ja, genau. Und dann muss der andere ihn Volley nehmen. Drei Schüsse. Einer von beiden schießt immer nur, weil bei uns, ich krieg sowas nicht hin, den Ball hochzuholen. Frieda legt ihn mir vor, aber hey, ich kann die so. Weiß ich nicht. Ich mach ihn doch. Dann film das mal ganz schnell, hey. Ist ready? Film das ganz schnell. Na, ist gut. War knapp. So ein Stück hat gefilmt. Geht gar nicht auch, aber... Triffst du noch den Ball da? Hä? War nicht so schlecht. Oh. Nein, gibt's einen Punkt eventuell. Muss ich mir nochmal überlegen. Freunde, wir haben es uns unentschieden. Manchmal nicht komplett Volley nehmen, weil das schon echt sehr schwer ist. Wir können ihn auch mal annehmen, wie er kommt.
Schlappen rutschen lassen. Digga, ich weiß nicht, ob man sie sieht, Freunde. Da hinten waren einfach alle mitten im Regen. Ne? Es regnet so krass und die warten dann die ganze Zeit. Also wirklich, so welche brauche ich. Freunde, es hat jetzt krass angefangen zu regnen, aber wir haben die Challenges durch. Kuss geht raus nochmal an den. Wir verbringen jetzt nochmal die letzten beiden Tage an den drei. Kuss geht raus. Instagram von euch verlinke ich. War wirklich geil, Jungs, ey. War wirklich geil. Wir sehen uns auch die nächsten zwei Tage. Ihr werdet hier weiter im Vlog sehen. Geht das noch ein bisschen weiter. Richtig geil hier aus, so. Das ist verrückt. Und hier mache ich Ansprachen, hä? Was denn? Zuhören. Niemand redet. Sit down, nobody talk. Was gibt's da zu lachen? Niemand redet, hey! Ulrike, was hast du hier für uns? Ja, mach das. Gib ihr das. Hier, Müsli-Riegel. Wer will? Ist okay. Alles in Ordnung, hey. Hör auf zu lachen, Frittenfried. Da hier, Mann. Eli, bist du einfach. Ey, sag dir ehrlich, du riechst gut. Ja, sag ich doch. Ich komm hier nicht weg. Komm her! Hallo, ey. Jungs, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich stell mich hier hin, dann machen wir Bilder. Freunde, wir sind jetzt schon wieder seit wann? Seit 10 Minuten oder so? Machen wir Bilder und dann mache ich hier nochmal ein paar. So, wir sind jetzt hier. Ich habe noch 5%. Nachher müssen wir mit seinem Handy das Video aufnehmen. Wir gehen jetzt noch was essen. Dem Mann und mit Karim und mit Sidney. Vor allem Fußball-Challenge. War ja sehr nice, Freunde. Ich hatte euch jetzt hier. Ich gebe euch noch ein paar Einblicke, nicht viel. Den Vlog könnt ihr dann bei dem hier abchecken. Ja, auf jeden Fall. Cool. So, wir sind jetzt hier, nochmal ein bisschen was essen mit den Männern in so einem Laden. Wirklich bis jetzt super Eindruck. Hier gibt es verrückte Sachen. Sah sehr gut aus, haben die Männer empfohlen. Die Chili-Limo, super. So, Freunde, jetzt nochmal hier kurz, weil die Aufnahme da am Ende sehr hektisch war, weil ich nicht mehr auf Video aufnehmen drücken konnte, weil die Regentropfen so dick waren, dass das immer irgendwie abgekackt ist und man hat uns nicht mehr gehört, weil das so laut war mit dem Regen. Mache ich das jetzt nochmal hier, so ein kleines Intro, ein, zwei Minuten, Freunde. Also an erster Stelle nochmal, Kurs geht raus an Noah und an Karim, dass sie da mitgemacht haben. Denke ich aber auch, war ganz cool. Ein paar Bälle aufs Tor zu zwiebeln. Ich finde, man sieht schon sehr krass den Unterschied zwischen, ja, zwischen mir und denen vielleicht. Ein bisschen, ganz bisschen. Bei Sydney, man sieht es, ne? Diese Schusstechniken von den Profis, auch bei den alten Videos, das ist so heftig. Und ich sage euch eins, in echt ist das alles viel schneller. Das sieht in den Videos gar nicht, also in echt sieht das noch viel krasser aus, finde ich persönlich. Also Dankeschön an Noah und Karim, dass sie da mitgemacht haben. Checkt die Männer wirklich ab auf Instagram. Lasst den Follow da, Freunde. Ich sage euch so, wie es ist. Beide sind extrem jung. Der eine ist 21 und der andere ist 19. Was ist denn das? Aus den Männern können noch ganz, ganz große werden auf jeden Fall. Ich supporte die. Sehr korrekt gewesen. Auch so abseits vom Fußball verstehen wir uns sehr, sehr gut, muss ich sagen. Sind sehr coole Typen. Wie gesagt, Freunde, lasst ein Like auf das Video da. 100.000 Likes ist das Ziel. Lasst natürlich auch ein Abo da. Würde mich freuen. Wir haben bald die 600.000. Wir haben jetzt 570 oder so. War ein sehr krasser Monat und es wird alle 5, 6, 7 Wochen Fußball-Challenges kommen. Ihr könnt mal reinschreiben, mit wem ich das auch nochmal drehen kann. Ich muss sagen, die machen echt die Runde, diese ganzen Challenges. Mir schreiben wirklich viele Profis, sind mit mir irgendwie mittlerweile in Austausch, weil die das auch mitbekommen haben mit der Karriere. Und so ist es ja auch mit Noah und mit Karim mehr oder weniger zustande gekommen. Also ist schon lustig und so eine Fußball-Challenge ist, denke ich, für alle Seiten ganz witzig. Und deswegen könnt ihr mal reinschreiben. Ich bin sehr dankbar, dass es geklappt hat.